Herzlich willkommen, ihr verrückten Fußballfreunde. Hier ist wieder euer Fritz Meloni mit FC Hansa Rostock und mit der Saison 2021-22. Grüezi und hallo, sage ich. Also, arbeiten wir erstmal auf, was gewesen ist. Ja, wir haben gerade einen geilen Sieg zu Hause gegen die Truppe von Kloppo hingelegt und da müssen wir sagen, das war am Ende glücklich, aber es war auch eine Willensleistung meiner Mannschaft. Und toll war natürlich, dass Spieler, die eigentlich in der Reserve spielen, hier so ein bisschen das rausgeholt haben. Liddy Litbarski war da und Vermeulen, der sein erstes Ligator erzielt hat. Und da wollen wir mal schauen, dass wir ihm auch da was sagen können zu. So, da haben wir ihn. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt auch ansprechen. Jo, das geht. Glückwunsch zu deinem ersten Tor in der Liga, sage ich ihm, und 4 Moralpunkte gewinnt er. Das braucht so ein junger Spieler auch, ein bisschen Ansprache. Maurice Händel ist ein bisschen unsicher, sehe ich, nach seinen Leistungen. Na, ich möchte ihn da mal aufmuntern an der Stelle. Was kann ich ihm denn sagen? Du musst körperlich stärker werden, ist jetzt nicht unbedingt das... Ja, aber er hängt sich wenigstens rein. Ja, das wird schon wieder, Junge. Das wird schon wieder. Ja, die Reserve hat hier leider 0-2 gegen FSV Frankfurt verloren. Bester Spieler war hier Robert Meyer. Ja, auch ein bisschen verstimmt. Grätsche, alles was recht ist, du musst dich einfach verbessern. Ja, muss man ein bisschen Kritik von mir kriegen. Der Spieler nimmt den Hinweis sehr gerne auf und gelobt, dass er... Ja, das ist die richtige Einstellung. Kritik muss man auch wegstecken können, da darf man auch nicht wie eine Lusche drauf reagieren, sondern man muss das auch ein bisschen positiv sehen. Lars Bender, der geht durch die Decke hier. Du hast gut trainiert. Da ist alles Roger in Kambodscha, da kann man nichts negativ sagen. Also der geht wirklich ab wie ein Zäpfchen. Ja gut, bei den Trainingszielen, da tut er sich natürlich als älterer Spieler schwer. Das ist normal. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter hier, ne? Jo, Kicker-Nachrichten. Alltag nach der Königsklasse. Hier sehen wir die Mannschaften, die einen Sieg in der Königsklasse erreicht haben. Da waren wir natürlich gegen den RC Anderlecht, waren wir erfolgreich. Aber wir sehen auch, Bayern München war erfolgreich und. Das könnt ihr euch in Ruhe angucken. Und Niederlagen mussten hier einstecken. FC Chelsea, Real Madrid, Udinese Calcio, AS Monaco, FC Porto und Spartak Prag. So, hier sind noch mal ein paar Nachrichten reingekommen. Duran hat das Trainingsziel erreicht. Der ist aber sehr besorgt hier gerade. Du hast Talent, mach endlich was daraus, sage ich ihm mal. Da reagiert er nicht so positiv drauf. Ja, Ballkontrolle kann ich jetzt rausnehmen. Lassen wir mal die anderen Ziele. Scout-Bericht. Okay, mehr ist dann jetzt nicht. Freunde, nachdem wir hier so ein bisschen Stadionatmosphäre geschnuppert haben, 12. Spieltag und wir sind schon wieder beim Topspiel. Wir sehen aber auch, ja, Sheku von VfL Wolfsburg kann wegen einer Verletzung nicht spielen, das schwächt die Wolfsburger. Wir haben ja gesehen, die Wolfsburger haben ja nicht so einen guten Lauf im Moment, ne? Und vielleicht ist das unser Vorteil. Es ist ein Auswärtsspiel für uns
Auf den anderen Plätzen sehen wir Bayern 04, Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt, gegen das junge Team aus Frankfurt. Und Leverkusen ist jetzt natürlich gefordert, nach den zuletzt nicht so berauschenden Spielen endlich mal wieder einen klaren Sieg zu landen. Aber die Frankfurter werden natürlich dagegen halten. Dann haben wir hier ein Derby im Breisgau, muss man sagen. SC Freiburg mit Streich gegen VfB Stuttgart mit Kloppo. Das wird ein heißes Spiel werden. Die beiden kennen sich ja ganz gut und da darf man ein interessantes, ein spannendes Spiel erwarten. Ich glaube, so ein klitzekleines bisschen hat der SC Freiburg da die Nase vorn. Aber wer Kloppo kennt, weiß, der ist immer für eine Überraschung gut. Und man hat ja gesehen in unserem letzten Spiel, dass die Truppe aus Stuttgart Fußball spielen kann. Das haben sie gezeigt. Aber wir wollen uns jetzt auf unser Spiel konzentrieren. Und ja, da gucken wir uns jetzt erstmal die Form an von den Spielern. Da ist natürlich Brinkis vorneweg mit seiner 15 richtig gut aufgelegt. Aber wir sehen Cora Günther, das ist alles andere als gut. Vermeulen hat hier eine 13 auf dem Papier. Da muss sich der gute Puyampolo schon langsam Sorgen machen, aber trotzdem lassen wir ihn noch, er ist noch gesetzt. Und hier in der Innenverteidigung Hannessen kann Cora Günther noch nicht das Wasser reichen mit der Form. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht für ihn. Also im Grunde genommen hat sich die Mannschaftsaufstellung eigentlich schon selbst erklärt. Wir können eigentlich so in das nächste Spiel gehen. Und ja, ihr sagt jetzt natürlich, warum hole ich nicht Haidar Gylfason jetzt hoch? Ich habe den jungen Spielern Vermeulen und Littbarski hier natürlich 4 Spiele zugesagt oder beziehungsweise 4-mal, wo sie die Chance haben, reinzukommen ins Spiel. Und so junge Spieler müssen ja auch mal Einsatzmöglichkeiten bekommen in der ersten Mannschaft. Die gehen ja dann wieder in die zweite Mannschaft zurück. Und dann kriegen die anderen Spieler wie Haidar, wie Alvarez und so, kriegen dann auch wieder ihre Einsätze. Aber wir wollen denen doch mal diese Möglichkeit geben. Und ich weiß ja, dass ihr da draußen das auch immer fordert von mir, dass ich die Jugend auch hier ja ein bisschen einarbeite in das Team. Das wollen wir machen. Jetzt schauen wir uns den Gegner an. So, und da sehen wir im Tor, wir können ja mal die Aufstellung durchgehen, da haben wir Silvio Jung, ein guter Torwart, das weiß ich, wir haben schon einige Spiele gegen ihn gemacht und da hat er das unter Beweis gestellt. Jethro Williams, linker Verteidiger, eine richtige Kante, obwohl er eigentlich ein kleiner Spieler ist hier, aber das ist ein drahtiger, flotter Spieler, das ist ein schwieriger Gegner. Dann haben wir Jan Kirchhoff, der schon bei Bayern München gespielt hat. Ich glaube, das sehen wir hier bei den Transfers. Ja, genau. Mainz. Also erst Frankfurt, Mainz, Bayern und jetzt halt Wolfsburg. Gehen wir weiter. Geoffrey Gouvelieu. Dann haben wir Atsuto Uchida. Atsuto Uchida. So. Ja, früher Schalke 04. Hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Sebastian Wildhaber. Scheint ein neuer Spieler hier bei Wolfsburg zu sein. Habe ich noch nicht auf dem Schirm. Muss man mal gucken, wie der im Spiel, wie er sich da beweist. Ivan Perisic ist natürlich bekannt. Patrick Pflücke, junger Spieler hier. Offensiver Mittelfeldspieler, Dribbler. Kenne ich so noch nicht. Was waren denn seine Stationen? Ist über Mainz 05, dann nach Freiburg, Augsburg und jetzt Wolfsburg. Ja, also dem kann man durchaus noch was zutrauen. Das scheint ein junger, aufstrebender Spieler zu sein. Hier haben wir Gerson Cabral. Wird im Sturm eingesetzt. Giuliano. William Jose. Stürmer. Und das war's. Also, ich sag mal so. Wenn alles normal läuft, dürfte die Wolfsburger Mannschaft für uns in der Aufstellung kein Problem sein. Ich habe aber gerade gesehen, ich muss hier noch was ändern. Und zwar, ich wollte hier das noch variabel gestalten. Es ist angerichtet, wir können ins Spiel gehen. Mein Tipp hier für das Spiel, 3:1 für uns. Und wir bleiben oben an der Sonne. So sieht's aus, Freunde der Nacht. Ciao, bis gleich. Wir sind unter dem Strom.
Jo, die Einlaufmusik, da, das war ja schon mal gut. Aber immer wieder schön hier im Stadion hier in Wolfsburg. Und na, jetzt sind wir gespannt, was die Spieler da unten auf dem Platz jetzt zeigen. Patrick Weihrauch. Es gibt gleich mal einen Gelb-Karton hier für Guveljew. Guveljew heißt das, Entschuldigung. Also der Schiri macht gleich mal klar, wo die Reise hingeht. Also die Spieler müssen aufpassen. Und jetzt Ronny Maros. Und das ist genau seine Entfernung. Da hat er schon einige Tore durch erzielt. Und genau so ist es. 1:0. Ronny Maros, dritte Tor im Wettbewerb. Das ist für ihn nichts Ungewöhnliches. Das ist genau seine Entfernung. Ich habe es gespürt im linken Zeh. Habe ich es gespürt. Und da hat der Torwart keine Chance. Da muss er Angst haben, dass der Ball noch hinten durchs Netz fliegt. Mit dieser Wucht, wie der Ronny Maros da mittlerweile seine Freistöße erzielt. So, hier haben wir jetzt Glück, dass Weihrauch keine gelbe Karte kriegt. Hätte man eigentlich konsequent sein müssen als Schiri, wenn er beim ersten gleich so schnell eine gelbe Karte zieht und hier jetzt drauf verzichtet. Ist nicht ganz fair gegen die Wolfsburger, aber gut, was will man machen? Ist jetzt Entscheidung vom Schiri. Borswick erkämpft sich den Ball, Boateng. Schön gespielt auf Patrick Weihrauch und der hat jetzt Platz auf der linken Seite. Er legt rüber und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selber früher Stürmer. Sowas finde ich toll, wenn ein Stürmer das Auge hat für den freistehenden Spieler. Es war jetzt vielleicht nicht die richtige Entscheidung in der Situation, aber trotzdem finde ich es gut, dass die beiden sich da vorne so gut verstehen und auch immer wieder einer für den anderen ein Auge hat. Finde ich prima. Poyampalo. Und den haben wir ja geholt, weil Arendt, der ja vorher im Team war, im Sturm stand, der war ja sehr eigensinnig und er war zwar sehr erfolgreich, war auch 2 Jahre in der internationalen Klasse oder sogar 3, glaube ich, der Arendt, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, das wisst ihr wahrscheinlich besser wie ich, der hat den Patrick Weihrauch nicht immer bedient und der Weihrauch aber den Arendt oft. Und Poyampalo war mir damals aufgefallen, dass das ja ein eher mannschaftsdienlicher Spieler ist, der dann auch mal einen Blick hat für den freistehenden Mann. Und jetzt aber Weihrauch. Und das finde ich gut bei den beiden Stürmertypen, dass die so diese Spielweise haben, weil ich früher selber auch so ein Verfechter war. Ich habe auch immer gerne nochmal für den anderen aufgelegt, weil Fußball ist ein Mannschaftssport und lebt auch dadurch. Und klar, es gibt immer wieder Spieler, die auch mal das Einzelspiel bevorzugen, aber im Endeffekt brauchst du im Team 11 Männer oder auch Frauen. Frauenfußball ist ja auch mittlerweile sehr erfolgreich und auch sehr schön anzuschauen. Ich schaue sehr gerne Frauenfußball. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber es gefällt mir immer sehr. Ich gucke auch manchmal Bundesligaspiele, die werden übrigens auf Sport 1 live übertragen. Aber jetzt Patrick Weihrauch, der ist durch. Patrick, die alte Drecksau schlägt wieder zu. 7. Tor jetzt, er kommt langsam. Der Patrick hat es ein bisschen schwieriger in der Saison. Aber wie sagt man immer, das Eichhörnchen nährt sich redlich. Und das macht er hier Woche für Woche. Macht er jetzt immer mal ein Türchen. Und ich bin fest davon überzeugt, in ein paar Wochen ist er wieder ganz oben in der Torjägerliste. Immer vorausgesetzt, er bleibt gesund und verletzt sich nicht, ne? Poyampalo. Weihrauch hat den Ball. Marschiert. Und er sieht, Poyampalo läuft sich frei, kriegt den Ball. Das ist das, was ich sehen will. Und das ist das, was mich freut. 2:0 die Führung nach 30 Minuten. Das läuft. Das läuft, Jungs. Und Ronny Maros. Ich hoffe, der Ball kommt so Richtung Elfmeterpunkt. Nee. Zu nah ans Tor gezogen. Oh, sträflich frei hier. Giuliano in der Mitte läuft Flücke mit. Der kriegt den Ball auch gleich und der macht das Tor, ne? Ja. So, jetzt auch wieder gute Stimmung hier in Wolfsburg. Flücke verkürzt 1:2 und das zeigt mir, wir dürfen niemals sicher sein,
auch wenn du 2-0 führst, ein Team wie Wolfsburg kann zu jeder Zeit wieder ins Spiel zurückkommen. Trotzdem gefällt mir das Spiel meiner Mannschaft bis jetzt. Das war gerade ein taktischer Fehler. Da hat man einfach, man war zu sehr aufgerückt nach vorne. Man hat die rechte Seite einfach vernachlässigt. Da hätte Ronny Marcos, gut, der hat die Ecke vorher getreten. Der war noch auf dem Rückweg. Dadurch kam der da nicht mehr hin und Boswick Jackson hätte das hinten abdecken müssen. Abstimmungsfehler, haben sie nicht richtig kommuniziert miteinander. Oh, und Brinkis verhindert hier gerade das 2-2. Also jetzt geht's nochmal richtig zur Sache, Schätzchen. Vor dem Ball hat er aber sicher dafür. Also kurze Aufregung hier in Wolfsburg bei uns, bei unseren Spielern. Wollen wir jetzt aber nicht vor der Halbzeit hier noch das 2-2 hinnehmen? Ich hoffe nicht. Koray Günther kassiert gelb. Vielleicht ist es euch noch nicht aufgefallen, aber mir fällt das auf. Koray Günther kriegt sehr viele gelbe Karten. Oh, kein schlechter Freistoß. Und Giuliano. Bender macht das hier gut. Oh, Kevin Prinz sprintet dazwischen. Poyampalo. Da hätte er den Ball in die Gasse reinspielen können auf Patrick Weihrauch. Dann wäre der durch gewesen. Wäre kein Abseits gewesen. Hat er ein bisschen gepennt. Hätte der Ball schneller gespielt werden müssen. Jetzt Weihrauch. Sieht Schmitzkatz draußen. Schöner Pass hier. Schmitzkatz. 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 Ja, da fehlt mir so ein bisschen der Power auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Da wünsche ich mir manchmal mehr. Ich weiß nicht, was mit Schmitzkatz da ist. Da stagniert er so ein bisschen. Koray Günther nehme ich jetzt raus. Da kriegt Steinar Andersen. Der isländische Nationalspieler kriegt mal die Chance, gleich von Anfang an zu spielen. Und ja, Pierre-Lydie Littbarski. Soll man den mal bringen? Ich will mal gerade gucken für Schmitz. Der gefällt mir hier nicht so gut. Ja, mach das mal. Sol Niguez kommt rein. Ja. Spielergespräche machen wir hier mal schnell. Das macht der Assistent. Ja, und was sagen wir? In der zweiten Halbzeit drehen wir das Ding und gewinnen. Also drehen müssen wir es ja nicht. Wir führen ja noch, aber da muss ein bisschen mehr kommen. So, ich hoffe, dass die frischen Spieler jetzt so ein bisschen für neuen Schwung sorgen hier. Abseits hier, da hat die Viererkette gut aufgepasst, hat die Abseitsfalle gestellt und da tappt der Wolfsburger Spieler auch rein. Ist immer so ein bisschen ein Wagnis, aber modern spielende Mannschaften können das und da gehören wir mit dazu. Ja, wir sehen auch bei den Wolfsburgern, da gehen einige Pässe ins Leere, so wie der Pass gerade eben. Und ihr seht mich gerade, wie ich da auf der Seitenlinie, ja, mit einem besorgten Blick natürlich auf das Spiel gucke, weil 2-1, da bist du noch nicht im Hafen, ne? Im sicheren Hafen. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Weihrauch jetzt. Schön in den Raum reingelegt auf Poyampalo und das ist das, was ich sehen will. Genau diese Pass-Situation. Poyampalo löst sich, zieht seinen Spieler mit raus aus der Innenverteidigung und dadurch wären Räume frei und gut, er hat jetzt ein bisschen Pech gehabt beim Abschluss, aber genau das will ich sehen. Aber jetzt kriegt Bulli gelb hier. Ja, da reagieren wir gleich. Also da habe ich jetzt doch ein bisschen Angst. Wir sehen auch, er bringt nicht die beste Leitung. So, jetzt kriegt De Vrij die Chance zu zeigen, dass er auch in der Innenverteidigung spielen kann. Und Ronny Marcos, der kann ja auch rechts wie links. Und Guterin kommt jetzt auf links. So, wir werden jetzt auch den Einsatz nochmal erhöhen. Es ist natürlich schade für Vermeulen und für Pierre-Lydie Littbarski. Die bleiben jetzt natürlich erstmal auf der Bank. Aber wir wollen heute das Ding auch sicher nach Hause bringen hier. Da müssen wir jetzt auf
auf Ergebnis spielen. Mir sind die 3 Punkte lieber, wie jetzt hier noch schön Fußball zu spielen oder anderen Spielern eine Chance zu geben. So. Jetzt machen wir das so, aber jetzt gibt es hier eine gefährliche Freistoßsituation. Ja, ich hab's geahnt. Ja, nicht ganz unverdient. Ne? Also meine Mannschaft hat jetzt nachgelassen und die Wolfsburger, die Wölfe, legen hier zu. Das sieht man einfach. Und wir sind hinten in der Abwehr nicht mehr so stabil. Müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht noch den Punkt noch verlieren. Sieht irgendwie so aus, als wenn uns die Kräfte hier so ein bisschen ausgehen. Die Abseitsfalle funktioniert. Die Wölfe bringen neue Spiel, bringen neuen Spieler rum in Knoche für Ivan Perisic. Boswick, schön hier auf Boateng, der leitet gleich weiter, aber Fehlpass. Mal Weihrauch. Man, das ist abseits. Jo. Knappe Geschichte, aber es war, muss man fairerweise sagen, es war abseits. Das Schiri-Team hat hier richtig entschieden. Und Lukas Paucek kommt für Uchida. Oh, was war das denn? Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als wenn die rechte Seite von Schmitzkatz im Moment so ein wenig neu belebt werden muss. Jetzt hat Poyampolo die Chance. Da hätte er noch 2-3 Meter gehen müssen und dann abziehen. Etwas zu früh abgeschlossen. Oh, das könnte gefährlich werden. Nee, Ball geht ins Aus. Ihr seht einen besorgten Smiloni am Spielfeldrand. 2:2. Das ist nicht ganz so, wie wir uns das erwünscht haben hier. Aber so eine Bundesliga-Saison ist halt lang. Und wenn du dann in 3 Wettbewerben stehst, im DFB-Pokal, in der Champions League, auch wenn du einen großen Kader hast, das geht auch vielen Top-Vereinen so. Das kannst du nicht immer locker wegstecken. Das ist ganz einfach eine schwierige Geschichte, auch hier durch Rotation nicht immer aufzufangen. Und wenn so eine Saison so lang geht und mit so vielen Spielen versehen ist, haben natürlich auch so Top-Spieler wie Prinz Boateng oder wie Weihrauch auch immer Höhen und Tiefen. Und wenn es dann die anderen Spieler nicht wuppen, dann leidet auch mal so eine Mannschaftsleistung darunter, ne? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Spiel plätschert so ein bisschen dahin, habe ich das Gefühl. Keiner ist mehr bereit, sich weh zu tun. Boswick Jackson kassiert nochmal hier einen Karton. Ja, das war nochmal ein guter Einsatz von ihm, aber ich glaube eher, das war ein Frustfoul. Weil natürlich hier die Spieler jetzt auch nicht sehr zufrieden sind auf dem Platz mit dem, wie es läuft. Man will wahrscheinlich mehr, aber irgendwie geht es nicht mehr. Ne? Ja, Giuliano muss aufpassen, der hat ja, glaube ich, schon eine gelbe Karte. Man überlässt jetzt auch im Mittelfeld immer mehr den Wolfsburgern hier den Raum und das ist gefährlich. Hannessen macht das hier richtig, schlägt den Ball erstmal ins Aus, um ein bisschen Ruhe reinzubringen.
Ich habe so ein wenig das Gefühl, als wenn meine Mannschaft hier jetzt so ein bisschen resigniert und nicht mehr an den Sieg glaubt. Es wird, wie gesagt, nur noch das Nötigste getan. So dieser richtige Fight, dieser Spirit, den du brauchst, um hier so ein Spiel umzubiegen, der fehlt mir heute. Da müssen wir aufpassen. Da sind wir dem 3-2 oder besser gesagt dem 2-3 näher als wie andersrum, ne? Offizielle Spielzeit ist rum. Ich sehe gerade, wie der Assistent die Dings hochhält. Noch 3 Minuten Nachspielzeit. Aber ich glaube, da tut sich nicht mehr viel, oder? Jetzt vielleicht nochmal für uns eine Chance. Weihrauch? Nee. Nee, da kommt nichts mehr. Der Ball geht ins Aus. Ich glaube, beide Mannschaften sind zufrieden am Ende mit diesem Ergebnis. Weil sie tun sich nicht mehr weh. Keiner macht mehr zu viel. Eher nur das Nötigste und das reicht natürlich nicht. Ne? Okay, wir sehen uns gleich beim Nachbericht. So, ja. Gucken wir mal. Fehlstart für die Spielvereinigung Greuther Fürth. So, und hier haben wir jetzt die Noten. Tja, Brinkis war da der Beste noch von. Es war ein nicht schön anzusehendes Spiel, das muss man an der Stelle sagen. Wir sind aber nach wie vor Tabellenzweiter, das ist schon mal schön zu sehen. Bayern München gewinnt hier gegen Fortuna Düsseldorf 5-2, das ist eine eindeutige Geschichte. Schalke ganz knapp mit 1-0 gegen Nürnberg. Der BVB 4-0, eine klare Geschichte gegen Hannover. Leverkusen, so wie ich es jetzt auch vermutet habe, gegen Eintracht Frankfurt 2-0. Also sie zeigen jetzt Kante. Bremen gewinnt 1-0 gegen Carl Zeiss Jena. Okay, da musste jetzt Carl Zeiss Jena jetzt doch mal eine Niederlage hinnehmen. Unser 2-2 habt ihr gesehen. Greuther Fürth, das ist eine Überraschung, gewinnt 3-1 gegen Mainz. Also die Mainzer müssen sich jetzt ernsthaft Sorgen machen, weil wenn ich das Punktekonto sehe und sehe selbst Nürnberg auf dem 15. haben nur 6 Punkte, also da entsteht schon eine Zweiklassengesellschaft fast zwischen denen, die jetzt da im Mittelfeld stehen und denen, die da ganz unten stehen. Dann haben wir noch Freiburg. Ich habe es geahnt, Stuttgart verliert und der Streich hat wieder einen Streich gelandet. Wortwitz, Achtung. Und Braunschweig verliert 0-2 gegen Gladbach. Das gönne ich den Gladbachern, das haben sie jetzt auch mal verdient. Die haben ja eigentlich eine gute Truppe und dass sie jetzt hier gegen Braunschweig 2-0 gewinnen, ist eigentlich standesgemäß, das muss so sein. Und jetzt erholen sie sich so ein bisschen. 13. Platz sind sie jetzt nach 12 Spieltagen. 5 Spieltage haben wir noch bis zur Winterpause. Da können sie vielleicht am Ende sich doch noch ein bisschen da unten rausholen. Hoffe ich jedenfalls für dieses Team, die es verdient haben, besser zu stehen. Ja, das war's. Jetzt gucken wir nochmal bei den Stimmen, ob es da wichtige Aussagen gibt. Ich sage, das Spiel war ausgeglichen auf beiden Seiten. Das war ja auch so. Und Trainer Dieter Hecking von Wolfsburg sagt, wir haben ein verdientes Unentschieden geholt. Die Mannschaft hat Moral gezeigt. Leider sind wir wieder mal in Rückstand geraten. Das muss man erstmal wegstecken. Dafür hat sich die Mannschaft ein Kompliment verdient. Also er lobt da seine Mannschaft. Ich hingegen muss eigentlich sagen, ich muss sie so ein bisschen tadeln, weil ganz einverstanden bin ich damit nicht. Spieltag Statistik. Zu Recht kein Spieler von uns dabei. Und beste Spieler hat ja Weihrauch, hat ja ein Tor gemacht. Auf 11 ist er jetzt. Aber Milik hat sich wieder nach vorne geschossen. Der war ja früher bei Bayer Leverkusen und war dann Torschützenkönig in der letzten Saison mit Patrick Weihrauch zusammen. Und da haben die Bayern sich mal gesagt, den holen wir nach uns. Und am Yao, den sie ja eigentlich geholt haben, scheint im Moment abgelöst zu sein von ihnen. Milik ein gefährlicher Stürmer mit 12 Toren, ist er da gut dabei. Und wenn wir jetzt den Patrick Weihrauch schauen, der ist jetzt 5 Tore dahinter. Da muss sich Patrick echt anstrengen, muss man wirklich sagen. Okay, dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Ja, es geht nach Anderlecht, da dürft ihr euch schon freuen. Hansa Rostock muss reisen. Wir fahren also in die belgische Stadt. Und ja, hier gibt es jetzt nicht allzu viel zu sagen. Hannover 600 Bento gesperrt.
Kräuter Fürth kann Siegeslose endlich beenden. Also da, ja, die haben ja gewonnen. Und Fortuna kann die Serie des nicht knacken. Nee, das war klar. Dafür sind die Bayern zu stark. Also, ein Wiedersehen mit euch in Anderlecht. Bleibt mir weiterhin gewogen. Ich freue mich, ich hoffe, es gefällt euch weiterhin, so wie wir das machen. Die Projekte, die noch anstehen, da arbeiten wir dran. Wie gesagt, das, was wir da mit Bergi und Mo machen wollen, dieses Talk-Modell zur Europameisterschaft, ich denke, da werden wir frühestens im Mai, Juni mehr wissen, wenn es dann ansteht. Und bis dahin, denke ich mir, wird sich auch der gute Bergi bei mir gemeldet haben und dass wir das dann abgestimmt und abgesprochen haben. Ich habe auf jeden Fall, das mache ich auch heute wieder, immer wieder bekräftigt, dass ich da parat stehe. Cool wäre natürlich, wenn wir mal da jemand reinkriegen würden, der das so aus Spaß mitmacht. Ich kann mal den guten Buschi fragen, vielleicht macht er mal aus Spaß eine Moderation mit und sollte ich da mal eine Antwort kriegen, weil der gute Buschi hat mir hier und da schon mal geschrieben, wir haben so einen losen Kontakt aufgebaut und vielleicht kann ich ihn ja mal zu so einem Blödsinn überreden. Das würde natürlich die Sache noch anheizen. Ehrlich gesagt glaube ich aber nicht, dass so jemand Zeit hat für uns, aber wer weiß ja nicht. Vielleicht hat er ja auch so ein bisschen mitgekriegt, was wir da gemacht haben. Wir haben ihn immer angeschrieben. Ich glaube, der Mo hat das auch ein paar Mal gemacht. Und so schlecht war das ja nicht, was wir da hingezaubert haben. Wir hatten viele Zuschauer hier, wir haben viele, die mitgemacht haben. Und viele fordern das ja auch wieder, dass wir diesen EM-Talk, damals war es der WM-Talk, und wir sind ja Weltmeister geworden, vielleicht werden wir jetzt Europameister. Ne? Also, bleibt mir weiterhin gewogen. Ich komme jetzt hier so ein bisschen ins Reden. Aber ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. In diesem Sinne, ciao.